Wir sind hier in der Höllenfeuer-Zitadelle unterwegs, genauer gesagt beim ersten Boss, dem Höllenfeuerangriff. Und wir zeigen euch mal, auf was ihr alles achten müsst, wenn ihr hier Heiler bei dem Bosskampf spielt. Also es ist kein wirklicher Taktik-Guide, sondern wirklich nur die Heiler-Sicht, auf was ihr achten müsst, wann es schwierig wird, wann ihr Cooldowns nutzen müsst und so weiter. Wir sind hier als Disziplinpriester unterwegs. Wir versuchen natürlich, so viele Tipps für andere Klassen auch unterzubringen. Ja. Der Kampf, Höllenfeuerangriff, ist eigentlich ein reines Gezerge von Ads. Worauf ihr achten müsst am Anfang ist natürlich die Kommandantin Martak. Die hat eine Aura, die bufft den Schaden der Minions, die um sie herumstehen. Wir machen das hier im Normal Mode mit Kampfrausch, da ist sie dann quasi instant weg und die Ads machen gar keinen Schaden mehr. Im heroischen Modus ist es natürlich eine ganze Ecke schwerer, da müsst ihr wahrscheinlich auch sofort gleich Gruppenheil-Cooldowns ziehen, beziehungsweise starke Cooldowns auf die Tanks, weil die ganzen Minions, die da drumrum stehen, eben mehr Schaden machen. Also scheut euch nicht gleich sofort zum Anfang Cooldowns zu benutzen, denn wirkliche schwere Phasen gibt es ansonsten nicht in diesem Kampf. Es ist nur, wenn Martak da ist und wenn diese Teufelswirkerin hier in die Metamorphose gehen, aber da kommen wir gleich noch zu. Die wichtigste Mechanik hier in diesem Kampf ist, dass Schadensausteiler oder wer auch immer das nimmt, von diesen Panzern hier die Teufelsmunition aufnehmen. Die laufen dann zu diesen Kanonen und kriegen aber währenddessen auch jede Sekunde ganz schön viel Schaden, also 25.000 Schaden rein. Da müsst ihr ein bisschen drauf achten, die mit Hots versorgen, eventuell mit dem Gebrüll vom Druiden, die schneller laufen lassen oder mit den Federn von dem Priester oder die mal ranziehen oder so, damit die halt eben schnell bei der Kanone sind, nicht so viel Schaden über Zeit erleiden und dann die Munition bei der Kanone ablegen können. Da hinten kommt schon einer der Panzer, die ihr im Kampf seht. Die Artillerie ist nicht so schlimm, der zweite Panzer auch nicht, aber hier dieser Bohrer, der läuft einmal durchs Camp hier gerade und wer da nicht ausweicht, der kriegt alle 0,5 Sekunden 100.000 Schaden. Das ist so vielleicht neben Martak und den Teufelswirkerinnen der dritte Punkt, wo ihr Cooldowns ziehen müsst, aber wirklich nur, wenn eure Melees, Tanks oder ja, Fernkämpfer müssten es eigentlich sehen, da im Weg stehen. Und wirklich die Breitseite kassieren, aber wie gesagt, der Panzer ist relativ schnell tot, dem kann man relativ schnell ausweichen. Steht dann nicht auf den Rampen, steht allgemein wirklich hinterm Raid. Eben auch wegen Mechaniken wie der Axt, die Martak wirft am Anfang. Die hat, die bounce so rum an allen Spielern und im 8 Meter Radius fügt sie dann nochmal Schaden zu. Also jeder, der im Radius von 8 Meter von euch steht, kassiert nochmal extra Schaden und steht natürlich auch hinterm Raid wegen Heil-Aggro einfach. Weil hier gibt es ziemlich viele Ads, die Tanks versuchen schon alles einzufangen, aber es sind manchmal sehr viele Ads und wenn ihr dann exakt dann eine Heilung wirkt, wenn das Ad gerade da ist, kriegt ihr manchmal die Aggro und wenn hinterm Raid steht, dann stehen die Tanks halt noch dazwischen und können reagieren. Jetzt die Bomben müsst ihr auch rauslaufen. Da gibt es dann noch eine Schockwelle, die Martak macht. Das ist alles sowas, was für die Melees gefährlich ist. Genauso wie das Gebrüll von diesem Berserker hier, dem großen Typen. Da müsst ihr wie in fast jedem Kampf ein bisschen mehr auf eure Nahkämpfe achten, die mit Hots versorgen, Schilden und so weiter. Da kommen jetzt ganz viele kleine Ads, die können noch nichts. Aber hier die Teufelswirkerin, wenn die in Metamorphose gehen und ihre Flammenwellen auf euch schießen, kann ein kniffliger Punkt werden, wenn vieles auf einmal kommt, wenn noch ein Berserker am Leben ist, wenn die DDs auf den Panzer switchen müssen. Eigentlich sind diese Teufelswirkerinnen First Target, aber wenn sie hier jetzt noch leben, Panzer kommen, müssen die DDs erstmal auf den Panzer. Diese Flammenwellen verursachen wirklich viel Schaden und wenn die in Metamorphose gehen, diese Teufelswirkerinnen, verursachen sie nochmal 30% mehr Schaden. Im heroischen Modus kann das ganz schön fies sein, aber die ersten Nerfs kamen ja auch schon. Also es wird vielleicht ein bisschen einfacher. Wie gesagt, der Bohrer ist ziemlich fies. Die Artillerie schießt auf eure Kanonen. Da steht ihr aber ziemlich weit weg. Die Artillerie verursacht dann 40 Meter Range. Ziemlich viel Schaden. 90.000 Schaden, das ist ziemlich viel. Auf allen 40 Meter Range. Aber ihr steht meistens hier an den Rampen. Also ihr werdet davon gar nicht wirklich getroffen. Hier sehen wir nochmal diese
diese Flammenwellen, die die Teufelswirkerin machen. Da könnte wirklich Gruppen Cooldowns ziehen. Totem der Geistverbindung meinetwegen. Gelassenheit, wenn es wirklich eng wird, weil es sonst wirklich keine Mechanik gibt. Hier droppt mal der Raid und da kann man sehen, wie fies das ist, wenn alles auf einmal kommt und der Teufelswirker noch lebt. Eure Tanks kriegen auch ziemlich ins Gesicht. Meistens durch den Berserker. Der macht eine Fähigkeit, die heißt Zerschmettern. Da müsst ihr normal abspotten. Wenn es eure Tanks mal verpennen, kriegen sie 30% mehr Schaden. Plus die ganzen Adds. Also da wirklich könnt ihr auch nicht mit Cooldowns geizen, sondern Fähigkeiten wirken wie Schutzgeist, Schmerzunterdrückung, Eisenborke, Hand der Aufopferung und so weiter. Weil die kleinen Adds neben diesen Berserker und den Teufelswirker machen wirklich nicht viel Schaden. Und ansonsten gibt es nur Gruppenschaden durch die Teufelswirkerin wirklich und an den Panzern steht ihr nicht. Wenn eure Melees dann noch darauf achten, dass sie nicht in dem Bohrer stehen, dann sollte der Kampf für euch als Heiler eigentlich kein Problem sein. Was wir noch vergessen haben zu erwähnen, die Ingenieure, die haben eine Fähigkeit, die stunt eure Mitspieler 3 Sekunden lang. Den Debuff könnt ihr dispeln, das ist dieser blaue Debuff, den ihr gerade bei unserem Druiden gesehen habt. Den könnt ihr entfernen, 3 Sekunden hört sich nicht viel an, aber wenn gerade ein Cooldown läuft oder sowas, wenn gerade ein Proc ausläuft, ist es natürlich sau ärgerlich. Oder wenn sie gerade in einem schädlichen Effekt stehen, dann ist es natürlich total blöd. Also achtet darauf, auch wenn ihr Zeit habt, dass ihr die Effekte entfernt, aber ansonsten euch aufs Heilen konzentriert. Ausrücken! Alles muss man.